Die kranke Frau und das tote Mädchen. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages kam einer der jüdischen Leiter zu Jesus. Sein Name war Jairus. Er bat ihn: Hilf meiner Tochter, sie ist sehr krank und wird wohl bald sterben. So ging Jesus mit zu Jairus nach Hause. Es waren viele Menschen mit ihm unterwegs. Auf dem Weg blieb er plötzlich stehen und fragte in die Runde: Wer hat mich angefasst? Seine Freunde, die Jünger, waren verwirrt. Jesus, hier sind so viele Menschen, da kann es schon mal passieren, dass dich jemand berührt. Jesus hatte aber gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausging. Also fragte er noch einmal: Wer hat mich angefasst? Da kam eine Frau zu ihm und berichtete: Ich habe seit Jahren schlimme Blutungen. Ich dachte mir, wenn ich dich nur berühre, werde ich geheilt. Jesus freute sich. Dein Vertrauen in mich hat dich gesund gemacht. In diesem Moment war die Frau sofort von ihren schlimmen Blutungen geheilt. Jetzt kamen ihnen ein paar Freunde von Jairus weinend entgegen. Niedergeschlagen berichteten sie Jairus: Du brauchst Jesus nicht unnötig zu dir kommen zu lassen. Deine Tochter ist gerade gestorben. Jesus hörte das und ermutigte Jairus: Hab keine Angst, vertrau auf mich. Als sie bei Jairus angekommen waren dort viele weinende Menschen. Er schickte sie alle weg, sodass er mit Jairus, seiner Frau und seiner Tochter allein war. Sie ist nicht tot, sie schläft nur, erklärte Jesus. Dann nahm er ihre Hand und redete zu ihr: Steh auf, Mädchen. In diesem Moment öffnete das Kind seine Augen und war wieder lebendig. Jairus und seine Frau waren außer sich vor Freude. Jesus sagte ihnen: Erzählt niemandem, was hier passiert ist.